So, Checker-Freunde, guten Morgen. Tour 3 steht an. Genau. BMW i3 mit, wie heißt der, Exchanger-Motor? 94 Ampere-Stunden. Ja. Rex, also mit Range Extender. Genau. Entspricht ca. 33 Kilowattstunden Batterie, wobei nutzbar, glaube ich, 29 Kilowattstunden sind. Ansteht unsere Tour durch den Schwarzwald. Richtig. 200 Kilometer bergauf, bergab. Nonstop. Ohne Zwischenladen, hoffen wir. Und ohne Range Extender. Wir sind uns da nicht ganz sicher, wann er anspringt. Ne? Also wir hoffen, dass er nicht anspringt. Ja. Temperatur liegt bei entspannten 2,5 Grad. Ja, also so ähnlich wie am Anfang mit dem Ioniq von der Temperatur, obwohl der noch 8, 9 Grad morgens hatten, gell? Ja, da war es wärmer, also heute schon sehr kalt für ein E-Auto. Wir werden wieder so 3, 4, 5 Steps machen, wir werden am ThyssenKrupp Tower anhalten. Genau. Und werden euch immer wieder mal zwischendrin dann Infos geben, wo wir stehen, was wir verbrauchen, was er so macht. Dann gibt es auch noch ein paar Fahrzeugwerte mit dazu und ja, jetzt fahren wir los. Wir fahren, der i3 hat 3 Modis, ähnlich wie der Golf. Ja. Wir fahren im mittleren Modus. Öko Pro heißt der. Dann gibt es noch Öko Pro Plus. Da geht dann kein Klima, keine Sitzheizung, nix und Komfort. Genau. Wir werden mit 90 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit genau, fahren. So wie alle anderen. Anderen auch. Autobahn ein bisschen schneller, wenn der Akku noch was hergibt. Ja, genau. Und ja, jetzt fahren wir erstmal Richtung Kalf. Genau. Und dann sehen wir uns in ein paar Minuten wieder. Ne? Jo. Bis später. Teil 2. Ja, wir sind gestartet bei 180 Kilometer waren es, 182 Kilometer. Haben jetzt einen guten Berg schon hinter uns, Hochzuss nach Kalf. Oder ja, ein bisschen. Ja, also 1,5. 1,5. Und ja, stehen jetzt bei 146. Wir haben es jetzt allerdings bloß noch 1,5 Grad, ne? Genau. Hier 1 Grad aktuell nur noch. 1 Grad, ja, man merkt halt schon gegenüber der letzten 2 Tests, dass es richtig kalt ist. Oder zumindest mal 6, 7, 8 Grad kälter ist. Und das merkst du halt schon, ne? Das ist jetzt normaler Winterbetrieb. So. Und was ich festgestellt habe, dass die Fahrgeräusche rechts, links, durch dass wir rahmenlose Scheiben haben, man das schon ein bisschen mehr hört wie bei den anderen, ne? Ja, man hört schon. Die Windgeräusche. Windgeräusche ist etwas anfälliger für das auf jeden Fall. Da war der Ioniq natürlich sehr leise, auch der Golf relativ leise. Der Golf war noch ein Ticken leiser mit der Ioniq. Da hatten wir das ja hinten an der Hinterachse, dass er da lauter war. Weißt du noch? Ja. Aber ansonsten vom Raumgefühl her ist schon future-mäßig ein bisschen gemacht. Ich finde es schön vom Design. Ja, hat was. Gell? Ich finde es auch cool. Das Holz ist natürlich sehr edel. Ja, kommen wir bestimmt auch dazu, wenn wir da sind. Also anfangen du der Hobel bei 37.500 Euro. Gut, das ist ähnlich wie Golf und Ioniq. Ioniq hat ja schon bei 33 angefangen. Genau. Aber mit ein bisschen Ausstattung. Ja, 35, ja, mittlere, also bist du auch 35, bei 36, ja. Genau. Wobei der Ioniq natürlich sehr viel mitbringt, muss man natürlich fairerweise sagen. Absolut. Der hier mit dem Rex, mit dem extra Motor, kostet mindestens 42.000 Euro. Und dann haben wir noch diese schöne Holzausstattung hier mit dabei. Die ist so ein bisschen, ich sag mal, schon ein bisschen retro so, ne? Aber cool gemacht, ja? Design halt. Ja, das Lodge heißt es. Das kostet 1.990 Euro schon mal extra. Dann gibt es noch Loft und Suite, ja? Ja, dann haben wir noch Parkassistent für 1.000 Euro. Das große, breite Navi für 900 Euro. Sitzheizung 330 Euro rechts, links. Ja, Glasdach knapp 1.000 Euro. Und so geht es gerade weiter. Halt, das große Navi kostet 2.000 Euro. Hm? So rum. Dann die Musikanlage, haben wir noch Cardion. Jo, 800 Euro. Da kostet das Ding mal so grob 48 Mille. Ja, das ist halt ein Zehner mehr wie der Ioniq, ne? Ja. Wobei er natürlich auch einen ganz schönen Bums hat. Ja, nach vorne, ja, das hat er. Also das kann man wirklich so nennen, ja. Also das Ding marschiert nach vorne, das ist schon echt unglaublich, ne? Also da lässt du bis 70 ein M3 stehen, ne? Wenn es gut läuft. Und mit dem Rex hat man natürlich den Vorteil, wenn einer das Auto nur
als Erstwagen will, hat er das Thema Reichweite auf jeden Fall mal weg. Ich kann auf jeden Fall spontan überall hinfahren. Ja, zumindest mal immer wieder mal 100 Kilometer und dann muss ich halt das auch so ein bisschen einplanen, dass ich halt nochmal tanken, wenn ich nochmal weiter will. Ne? Genau. Aber das ist schon, die Kombination ist ganz interessant. Wir fahren natürlich ohne Rex, den Dinosaurier. Wir versuchen. Wir versuchen es zumindest, ja. Und dann gucken wir mal, wie weit wir da kommen. Ja. Was interessant ist, der i3 bremst sehr stark, wenn man kein Gas gibt. Ne? Also ähnlich vergleichbar beim Golf mit dem Brake-Modus. Ist nicht schlecht, ich finde es ein bisschen störend. Ab und zu will man ja doch mal... So ein bisschen gleiten, ein bisschen rollen, gell? Genau, man will ein bisschen gleiten, rollen. Das fehlt hier, also mir wird das hier einfach weggenommen. Ja, du bist die Option. Also während beim Ioniq oder beim Golf hat man diese Option mit den verschiedenen, entweder über die Panels beim Ioniq oder beim Golf. Selber einstellen, ja. Wir konnten es selber einstellen, wir hatten da Einfluss drauf. Das hat man hier jetzt nicht. Manche mögen das. Klar, man kann mit einem Fuß fahren. Also er bremst auf jeden Fall meines Erachtens ein bisschen stärker wie der Golf und der Ioniq in der stärksten Modus. Also man kann den wirklich sehr gut nur mit einem Fuß fahren oder mit einem Pedal. Aber... Ja, gerade wenn man im Stau ist oder wenn man mal so ein bisschen ausrollen will. Jetzt hier so, hier, wenn du runtergehst. Ja, wenn ich runtergehe in der Stadt, der bremst aktiv. Also ich kann nicht sagen, ich bin jetzt bei 55, ich gehe ein bisschen vom Gas weg. Das funktioniert nicht. Man muss da sehr, sehr sensibel auf diesem Pedal. Und dann ist man aber immer wieder in einem gewissen Stromfluss oder so unterwegs, weißt du? Ja, gut, er rekuperiert auch ein bisschen. Aber es ist sehr schwierig, da die Balance zu finden. So ist das. Ist ein bisschen störend. Ja. Man muss sich gut dran gewöhnen, ist klar. Wir hocken jetzt seit gestern, sage ich mal, Abend da drin. Ja, schon ein Unterschied, ne? Ja. Jo. Was ich auch sagen muss, jetzt wenn man hier anguckt, jetzt sind wir ja das erste Mal im Tal Richtung Wildberg. Wir haben jetzt wenig rekuperiert hier, der Buckel nah. Ist das viel besser? Der Golf hat das letzte Mal schon 10 Kilometer draufgehauen. Nee, 6, 7 Kilometer draufgehauen gehabt oder mehr? Mehr teilweise. Also, auch der Ioniq hat da mehr. Wissen wir jetzt nicht, ob das an der Temperatur liegt, aber... Dass er da mehr rekuperiert, ja. Aber nachdem der Mario gestern ein bisschen Vollgas gefahren ist mit dem Auto, berechnet er hier vielleicht auch die Reichweite gerade noch etwas komisch. Er erwartet vielleicht noch, dass wir hier auch noch Vollgas fahren. Ja, das werden wir nicht machen, weil wir ja den gleichen Wert haben wollen wie die anderen zwei. Genau, hier geht es heute um Reichweite. Ja, aber einen Beschleunigungstest machen wir natürlich an einer gewissen Stelle wieder oben. Genau. Machen wir natürlich klar. Jetzt gucken wir noch schön nach dem Reifendruck. Da fehlt es vorne ein bisschen. Und ja, wir melden uns. Melden uns. Ja, so, jetzt sind wir auf der Höhe. Wo sind wir denn? Kurz vor oberhalb von Wildberg. Wildberg. Hier auf dem mittleren Monitor sehen wir jetzt mal Startzeit, Fahrdauer, Fahrstrecke 27 Kilometer, 18,9 Kilowattstunden haben wir bisher verbraucht. Jetzt fahren wir aber gerade bergauf. Durchschnittsgeschwindigkeit 56, das passt mit den anderen überein. Ja, da waren wir auch so. Ja, so ist Restreichweite 150, das müssen wir gleich anmerken. Er hat bergab wenig rekuperiert, bergauf aber auch wenig weggenommen. Genau. Also er rechnet wieder anders. Da sind wir jetzt wieder zwischen Ioniq, Golf und dem, die rechnen alle irgendwie. Ja, schon interessant, ne? Wie die da so den Spagat machen, ja? Genau, also der Golf war zum Beispiel am Anfang sehr viel. Ja. Der hat sehr Schwankungen gehabt, bis er sich mal eingependelt hat. Der hat eigentlich kaum Schwankungen gehabt. Der hat am Anfang jetzt mal gleich 30 Kilometer verloren, aber seitdem hält er das so relativ konstant gut, und springt kaum hoch oder runter. Also wenn wir jetzt hier berghoch gerade mal 4-5 Kilometer verloren, wo die anderen locker immer 20-30 hergegeben haben an Reichweite. Ja. So, hier haben wir noch ein paar Werte. Genau, zum Stromverbrauch wollte ich mal was sagen. Ja. BMW ist da echt komisch. Das ist der einzigste Hersteller, soweit ich weiß, der ja seine Batteriekapazität nicht in Kilowattstunden angibt, sondern in Amperestunden. Ja. Ist für den Vergleich mit anderen Herstellern immer sehr schwierig. Komischerweise geben sie aber den Verbrauch in Kilowattstunden an. Warum geben sie dann nicht in Amperestunden an? Ne? Also Fahrstuhl an, ja, richtig. Das finde ich ein bisschen, könnte sich BMW mal bitte an den anderen Hersteller anpassen? Weil ich denke mal, Kilowattstunden wird sich da durchsetzen, weil für die Amperestunden, um das genauer zu wissen, bräuchten wir ja noch die Spannung der Batteriezellen, um das praktisch umzurechnen. Und Kilowattstunden ist einfach ein Wert, mit dem man was anfangen kann. So. Ja, ihr habt allerlei Spielerei, wenn ihr das nebenher gesehen habt, wenn ich hier so rumspiele, was ist da alles bei dem iDrive, heißt es ja auch hier, ne? Das Mittelteil.
was das so alles gibt. Ja, hier kann man da rumkruscheln, geht man nochmal eins rüber, ist man im Hauptmenü, Einstellungen, Office, Navigation, Telefon, Radio, da kann man sich halt durchwurschteln. Links haben wir dann noch das kleine Display, wo dann Geschwindigkeit, Rekuperation, Gasstellung und das ganze Zeug ist. Ja, ich habe noch schon ein paar Werte hier zu unserem Benziner an Bord. Wir haben hier einen Zweizylinder. Zum Dinosaurier. Zum Dinosaurier Rex. Hubraum 647 Kubik. Also so ein kleiner Smart-Motor, bloß mit Zweizylinder. Und 38 PS bringt das Ding auf die Strecke, ja, mit 56 Newtonmeter Drehmoment. Das ist unser kleiner Rex mit an Bord hier, ne? Ja, Höchstgeschwindigkeit liegt bei dem Auto bei knapp 160. Da werden wir noch ein Beschleunigungsvideo machen, wie Ambiente-Video, Einparkvideo. Ja, wird so ein paar Dinge geben. Ja, Versicherung machen wir nachher noch. Nächstes Ding, oder? Ja. Bis später. Bis später. Jo, was wir jetzt festgestellt haben, wir waren vorher schon bei 137 Kilometer Reichweite. Jetzt sind wir ein Stück bergab Richtung Altensteig fahren wir jetzt. Epphausen, jetzt Epphausen, nach Altensteig. Ja. Und er ist wieder hoch auf 145. Genau, obwohl es leicht bergauf geht, ja, zeigt er sogar ein bisschen mehr. Also definitiv, er rechnet anders. Er rechnet mit wesentlich kleineren Sprüngen. Mal sehen, ob mal 146, obwohl es bergauf geht bei 90. Also schon gut, ne? Macht er jetzt, ja? Ist die Frage, ob er das so hält. Ob er das wirklich so hält? Ich zum ThyssenKrupp Tower. Wenn er das so halten würde, könnte unsere 200-Kilometer-Runde wirklich fast elektrisch durchgehen, ne? Durchgehen. Und dann wären wir wahrscheinlich besser wie der Ioniq, ne? Der Ioniq. Ja, den haben wir in Böbling abgestellt bei knapp 190 Kilometer. Der hat die 200 dann nicht geschafft und zwar wärmer, ne? Ja. Ja, lassen wir uns überraschen, was danach rauskommt. Aber das hat man jetzt bei keinem. Es geht wirklich hier von Epphausen nach... Und es geht hoch, gell? Tankstedt geht es ja bestimmt mit 1-2% 1% bergauf. Und der reproduziert, obwohl wir ja im leicht im Gasstellung sind. Ne? Ja, genau. Ja, also wir verbrauchen auf jeden Fall Strom. Man sieht es hier an der eDrive-Einstellung Energiefluss. Was ich schade finde, das ist so klein. Man muss da ein bisschen genau hingucken, damit man sieht, das haben die anderen zwei ein bisschen besser gemacht. Ist eine schöne Darstellung, aber dafür zeigen sie dann an, E-Power, das heißt, wir produzieren und wenn er auf dem Gas geht, sieht man jetzt Charge. Charge. Ja, und dann kann man hier noch verschiedene Sachen einstellen, Nebenverbrauche, wie gesagt, Durchschnittswerte etc. Interessante Geschichte. Jetzt geht es dann gleich wieder hoch. Ne? Genau, Richtung über den Berg nach Freudenstadt. Genau. Aktueller Durchschnittsverbrauch liegt bei 17,5 Kilowattstunden auf 100 Kilometer. Temperatur liegt bei 2 Grad. Ja, da können wir schon hingehen zur eDrive-Fahrzeuginformation. Halt mal eins zurück. Reisebordcomputer hier. Tack. 647 Minuten, 45 Kilometer, 17,4 Kilowattstunden, knapp 60 Stundenkilometer Durchschnittsgeschwindigkeit. Ja. Versicherungstechnisch kann ich euch noch geschwind. Das scheiß Radio. 45%. Jetzt hat Leute, ich bin schon ganz durcheinander. Früh am Morgen. Ja, gell. Sind wir bei 670 Euro im Jahr Vollkasko mit 10.000 Kilometer mit Topschutz. Bei SF10 jetzt 36%. Sind wir bei 540 Euro Vollkasko im Jahr. Und bei SF20, unser Alter, 20 schadenfreie Jahre, sind wir bei 400 Euro im Jahr Vollkasko. Ich finde, das geht. Das sind 35 Euro im Monat. Ja gut, die Elektroautos profitieren momentan versicherungstechnisch, denke ich, noch davon, ja, dass es wenige sind. Genau. Und dass die Leute sicherlich auch etwas zurückhaltender fahren. Ja, man wird halt, man kriegt so ein bisschen, ja doch schon so ein Öko-Gefühl, ja. Aber ja, man kämpft immer mit der Batterie. Yeah. Schaffe ich nochmal 2 Kilometer mehr mit der Ladung? Oder deswegen fährt man dann doch vielleicht etwas, ja, vorausschauender, etwas... Ich denke, das kommt den E-Autos momentan noch zugute. Das wird sich sicherlich ändern, wenn mal 10% Marktanteil sind. So ist es. Dann wird es noch mehr Unfälle geben und dann gehen auch die Haftpflichtzahlen nach oben. Wobei das für den i3 trotzdem interessant ist, aufgrund dessen, dass der ja eine Carbon-Karosserie hat, ja, ne, die sicherlich nicht günstig zu reparieren ist. Oh da ja, da wird es richtig Kohle kosten. Man sieht es, wenn man die Tür aufmacht, wir haben ja auch diese Selbstschmörder-Türen hinten. Werden wir vielleicht nachher nochmal schön zeigen. Da ist außen unten hier, sieht man richtig schön. Junge, das Ding geht nach oben, hätte schon brutal, oder? Bergauf und macht richtig laut. Und das Ding drückt, hä? Und das ist im Eco-Modus, ne? Ja. Ist schon brutal.
Auch noch mal ein Tipp als Elektrofahrer: Benutzt ab und zu mal eure Bremse, weil die rosten gern weg, weil sie nicht genutzt werden. Das Problem hatten wir schon ein paar Mal. Und ja, so ein kleiner Tipp nebenbei: Mal wirklich mal wieder schön warm runterbremsen auf der Autobahn mal, dass die geschmeidig bleiben, ja. Ja, warm runterbremsen heißt wirklich Vollbremsen. Ja, also richtig mal schön mal so ein paar Mal, dass die wieder frei werden. Man nutzt es so wenig. Weil es normale Bremsen machen, die wirklich komplett mit dem Elektromotor. Das ja, man braucht das Ding hier kaum bremsen. Ne? Ne, das ist... So, jetzt sind wir oben auf dem Berg. Sind bei 144, 143. Wahnsinn, gell? Also jetzt sind wir hier mit hoch, Beschleunigung im Berg hoch, ja. Und der hat... Nicht wirklich also, viel weggebubelt da, ne? Die Kiste. Strom ist schon ein bisschen, man sieht es auf der Anzeige, ein bisschen Strom ist weggegangen als von der Batterie. Aber ja, die vier Balken, was wir da haben, ne? Aber wir haben immer noch. Von der Prozentzahl. Gehen mal Bord, 71%. Ja. Aber er sagt von der Reichweite her, berechnet er das noch alles top. Also wir haben ja einen Parkassistent noch mit dabei und wir haben Stauassistent, Stop-and-Go-Assistent, sprich der erkennt den Vordermann, hält die Geschwindigkeit, bremst ab, bremst noch bis null, runter. Und hat auch eine Auto-Hold-Funktion, das heißt, wenn man am Berg steht, man muss nicht die Bremse drücken die ganze Zeit. Das macht er auch von alleine, ne? So, Freudenstadt 21 Kilometer. Jo, also. Bis später. Unser nächster Sinn, bis dort noch. Ciao. Checker, Freunde. E-Tour Teil 3, Freudenstadt sind wir. Jetzt geht's links weg. Jetzt gehen wir mal auf Menü. Fahrzeuginfo. iDrive. So, an den iDrive wollte ich nicht. Wir wollten Reisebordcomputer. So, Fahrzeit 1 Stunde 5. So, 68 Kilometer, 18,4 legen wir. Also die geben mir an 12,5 Durchschnittsverbrauch. Werksangabe. Nicht im Winter. Nicht im Winter. Klar drauf hier, nichts im Winter. Wir hatten gerade eben das Thema, dass ich hier was gedrückt hatte und auf einmal sind wir von 140 oder von 135 runtergeschossen auf 115 Kilometer Reichweite. Genau. Und wenn dann so, wo sind die Kilometer hin? Jetzt haben wir dann gesehen, dass dann aber auch von 71% auf 66% ging. Der Balken ging runter. Ich denke, dass er sich dann gleich da mal wieder das neu umgerechnet hat oder irgendwas. Das war auf jeden Fall komisch. Jetzt scheint es wieder sich ein bisschen gefangen zu haben. Da waren wir kurz bei 105 oder so, ne? Und jetzt waren wir bei 115 und jetzt sind wir wieder bei 110 Reichweite. Also die Sprünge, die er davor nicht gemacht hat, die hat er jetzt plötzlich... Aber das war jetzt nur ein Riesensprung, aber da habe ich halt eigentlich bloß die... Vielleicht hat es auch nicht damit zu tun gehabt, aber ja, wir haben damit keine Ahnung. Auf einen Schlag, vor allem es war im relativ flachen, ne? Ja, also es war jetzt nicht so, dass wir bergauf fahren. Ja, so ist es, genau. Es war relativ flach und plötzlich waren 30 Kilometer weg. Ich so, So ist es. Und das war ein wenig komisch. Ja, was haben wir noch? Fahranalyse brauchen wir nicht. Hier Nebenverbraucher, Potenzial plus 9 Kilometer. Hm, ja. Reichweite 108. Mario braucht wieder die Sitzheizung. Ja, die läuft aber noch auf 1. Ja, ist trotzdem ein Kilometer. Aber die haben im Golf im Ioniq auch angehabt. Ja, ich mach aus. Guck. Ach, guck mal, Potenzial 0. Super, wenn ich sie anmache. Achtung, minus 1 Kilometer. Kleiner, kleiner. Ja, kleiner 1 Kilometer. Also, den schiebst du. Ja, mache ich. Ja, also so Kleinigkeiten, ja, was sie da ein bisschen tun. Die Schnellwahltasten finde ich ja cool. Und dann bist du sofort wieder da. Wobei ich muss sagen, wir hatten es vorhin. Ich finde den Golf am aufgeräumtesten. Ja. Vom Menü her, der hat zwar dieses große neue Display, aber ich finde am aufgeräumtesten. Der hier ist mir ein bisschen zu viel Knöpfewald, ein bisschen wie der Ioniq. Der Ioniq war auch so ein Knöpfewald. Klar, wenn man mal weiß, wo die Knöpfe liegen, findet man die. Ja, es ist ein bisschen Future, ein bisschen Design, aber das muss ich gestehen, das gefällt mir gut. Optisch sieht es gut aus, auch der schwebende Bildschirm und so, ist alles fein, aber wie gesagt, wenn man sich da mal geschwind zurechtfinden will, dauert es eine Weile. Ja, man muss ein bisschen, beim Golf ist halt Golf trist, aber du weißt, genau, wo alles ist. Bieder, Golf, ja, aber du weißt, auf. das. Und hier muss man halt echt wirklich so die Nadel im Heuhaufen manchmal, wo ist und was? Dann muss man noch sagen, das hatten wir auch, das Thema, super Auto, super Design, das Auto ist wirklich jemand,
der auf Design steht. Ja. Sieht echt cool aus, aber liebe BMW-Freunde, was habt ihr euch bitte bei der Gangschaltung überlegt? Das Ding ist ein monströses Teil hier. Was bitte schön war das, oder? Ganz ehrlich. Ich bin da eingestiegen, wo ich den gestern geholt habe. Ja. Dachte alle, was ist das? Also, ja? Golf hat einen Fahrhebel. So ist es. Wie man es kennt. Ioniq hat im Prinzip über die Knöpfe auch genau. Schön gelöst. So ist es. Man kann die Hand hinlegen, geradeaus, ja. Drückt, alles wunderbar. Aber das Ding am Lenkrad, du brauchst ja eine ganze Hand, um das zu bedienen. Wenn man jetzt auf die Konkurrenz aus Stuttgart geht, Mercedes, die haben einen kleinen Wahlhebel. Super Sache am Lenkrad. Kann man aber mit einem Finger bedienen, kann man beim Rückwärtsfahren, kann man das schön umlegen. Hier, da muss ich richtig mit der Hand hin. Also, und halt optisch ein Prügel. Es passt nett es zum passt, Design genau. Da rein. Also, das stimmt. Großer Minuspunkt, wenn es auch nicht wichtig ist, aber also designmäßig. Alles schön gemacht und dann diese Bullen da dran, ne? Genau, also nee. Ja. Gefällt nicht. Ich darf nur kurz, bevor wir es mal irgendwann vergessen, der Herr Greisel, AHG, Balingen, BMW. Dankeschön. Echt vielen Dank an das Autohaus. Ich bin da gestern reingekommen und was man heutzutage sehr selten merkt, ist, dass man manchmal gar nicht willkommen ist oder man wird gar nicht beachtet. Ja, man geht in ein Autohaus rein, guckt da um, nach einer halben Stunde kommt mal jemand, kann ich helfen? Ja, da bin ich reingekommen in das Autohaus. Wollen Sie einen Kaffee trinken, um was geht's, wo wollen Sie hin? Es hat keine Minute gedauert, ja? Ja, also wirklich alle freundlich und jeder, wo vorbeiläuft, sagt guten Tag, fertig, das reicht mir schon, ja? Da gehst du in andere Autohäuser, da wirst du wie eine Pflanze behandelt, die da irgendwo rumsteht, ja? Sieht gut aus, Achtung, aber auch nicht mehr. Ja, Hilfe, Kunde, ich muss arbeiten. Ja, es ist so. Also wirklich AHG in Balingen, ja, Lange Straße. 23. Lange Straße. Ja, also vielen Dank, Herr Greisel, nochmal. Klasse Typ, geht mal vorbei, sagt einen Gruß von Schwabencheckern. Lasst euch ein Angebot vom E3 geben. Ne? Das war's. Machen wir nächstes Ding. Bis später. Bis nachher. Ciao. Also, dann gib mal Gas. Ach, schon krass, wie das Ding vorwärts geht, gell? Brutal. Oberndorf am Neckar. Was habe ich gesagt? Hochdorf, ja, Entschuldigung. Hochdorf, ich bin schon wieder beim Bier. Beim Radler. Erstens haben wir gerade festgestellt, wir haben den Panoramablick verpasst. Zweitens haben wir festgestellt, dass auch die Männer im Winter nicht so lang können wie ein Elektroauto. Dass wir auch früher auf die Toilette müssen. Es wird also, umso kälter, umso früher. Ja, auch ein schöner R8, guck mal. Erste Generation. Ja. Ja, wir wollten auch mit dem Panoramablick ein bisschen zeigen. Also wir fahren hier wirklich bergauf, bergunter. Wir sind zwar nicht im hochalpinen Gebirge, aber wir sind, also Schwarzwald, für die, die es nicht kennen, Schwarzwald ist halt doch schon ein Mittelgebirge. Und unsere Tour durch den Schwarzwald ist wirklich, also bergauf, bergab. Es geht dann schon immer 200, 300 Höhenmeter hoch, 200, 300 Höhenmeter runter. Richtig. Also wir quälen die Autos eigentlich schon ganz arg, würde ich sagen. Also ja, dass man das wahrscheinlich nicht ständig macht, ist vielleicht auch klar. Aber hier in der Gegend, zumindest mal bei uns, ist es halt so. Ja? Ja? Ja, und einfach auch als Vergleich, also was kann das Auto? Also wir wollten, die 200 Kilometer sind ja nicht einfach nur flach und wie weit kommen wir, sondern einfach mal was, Wochenendausflug. Genau. Wo komme ich mit meiner Family, was jetzt hier beim i3 mit erwachsenen Kindern vielleicht ein bisschen schwieriger ist. Und mit ganz kleinen Kindern auch. Ja, es ist halt mit den Selbstmördertüren, ja. Nenn ich es mal. So, verbrauchstechnisch sieht es folgendermaßen aus. Wir schwitzen jetzt schon langsam ein bisschen. Ja, es wird knapp. 180 Kilometer in Summe, 82 sagt er noch, 100 haben wir. Wir haben die Halbzeit. So, Potenzial plus 9, okay, das wollen wir nicht. Gehen zurück auf unseren Reise-Bordcomputer. Ja, genau. 1 Stunde 36, 100 Kilometer, 17,2 Stromverbrauch. Ein bisschen schneller sind wir geworden. Du bist ein Heizer. Aber total. Das Ding geht aber auch wie so. Du, die Dörfer bremsen uns immer aus. Also so, jetzt gehen wir rechts. Auch das muss man sagen, wir fahren nicht nur bergauf, bergab, sondern hier im Schwarzwald müssen wir durch sehr viele Dörfer durch. Und die haben alle Fotoapparate, ne? Die wollen uns immer begrüßen. Also ja, mit so. Wir sind immer gezwungen, auch dieses Abbremsen auf 50, wieder beschleunigen auf 90. Also es geht ständig ein Auf und Ab. Gemein. Es ist kein kontinuierliches Fahren, was wir hier machen.
83 Kilometer Reichweite, 44% Akku und wir haben unseren ThyssenKrupp Tower noch nicht erreicht. Wird spannend. Das letzte Mal hatten wir bei den anderen schon noch 50%, ne? Na, ich glaube, wir waren auch schon unter 50. Waren wir schon 50? Ja. Bloß das... Ja, weit ist es jetzt nimmer. Joa. Aber? Also, wir tippen ganz stark, dass der alte Dinosaurier anspringen wird. Wird in Action kommen. Ja, nee, so weit, so gut. Jetzt sind wir wieder unten im Tal. Jetzt dürfen wir bald den Tower sehen. Also wir sind kurz vor Rottweil. Ja. Und lassen uns überraschen. Also mir. Wobei, auch die Anmerkung, ich kenne ja den E-Golf recht gut. 17 Kilowattstunden Verbrauch finde ich jetzt eigentlich mit Heizung, mit allem drum und dran an akzeptablen Werk. Genau, also für Winter ist es eigentlich okay. Was hat er? Werksangabe? 12,5 sagt BMW. Beziehungsweise 12,7. Moment. Ja. Ich könnte ja nochmal schön sauer in meiner schlauen Liste hier, Leute. Wenn ihr noch schöne Minute Zeit habt. 12,513 kombiniert. Ich habe auch sehr genau. Ne? 5,1. Steht hier. Ja. Ja. Also, bis gleich. Bis gleich beim ThyssenKrupp Tower. Ciao. Hier haben wir unser Auto. Mit der besonderen Ausstattung. Ja, hier sieht man jetzt natürlich dann auch hier das ganze Carbon. Ja, sitzt auf dem Alurahmen. Dann der ganze Oberbau ist aus Carbon. Das sind unsere, ich nenne es mal, Selbstmördertüren. Ja, also jetzt haben wir hier hinten Platz. Der Sitz ist jetzt vielleicht ein bisschen weit hinten. Könnten wir noch einen Tick nach vorne machen. Ja. Aber ein Raumwunder ist es nicht. Raumwunder ist es keiner. Aber hier nochmal hier überall schön das Carbon zu sehen. Hier wieder verwendbares Material. Ne? Alles recyceltes Material. Also schon interessant. So, dann unseren riesen Kofferraum. Wir haben hier 260 Liter. Wenn wir umklappen, haben wir 1100 Liter. Ja, sieht man da rein. Ja, und ansonsten, Ladekabel, war's das schon. Start. 54 Kilometer haben wir noch. 31,5%. Ganz so wenig hatte man bis jetzt noch nicht, ne? Ne. Also das ist unser Minimum-Highlight. Wobei man natürlich sagen muss, 1,5 Grad, teilweise ja. 0 Grad. Also wir sind hier immer knapp über dem Gefrierpunkt. Also das merkt man jetzt schon. Nimm mal wieder ein bisschen Sitzheizung an. Muss Auto einschalten. Geht, ja, geht. Und ja, momentan knapp 2 Stunden, 118 Kilometer, 17,3 Durchschnittskilowattverbrauch, 63, da waren wir jetzt noch nicht drüber bisher. Wir waren immer so 59, knapp 60 dran. Nicht mehr dran, oder? Nee. So mein Gefühl. Ja, jetzt fahren wir zurück, jetzt geht es auf die Autobahn Richtung Böbling, A81. Der Mario wird als ökologisch Vorbild, wird er heute nur 80 auf der Autobahn fahren, damit wir es schaffen. Ich als PS-Junkie. Ja, also wir fahren los. Wir sehen uns gleich wieder. Jo. Ciao. Also, Checker-Freunde, wir haben noch 22,5% Akku. 39 Kilometer sagt er uns aktuell. Wir waren noch nicht auf der Autobahn. Wir sind noch nicht auf der Autobahn. Und ja. Es wird interessant. Ja, es wird definitiv nicht reichen. Also. Ja. Aber angehen tut er schon ganz gut. Ey. Also die Beschleunigung, wir haben jetzt klar noch sehen, wenn wir auf die Autobahn gehen. Was macht eigentlich der da? Fährt er gern Mittelspur oder was? Was ist eigentlich los mit dem? Muss putzen. Muss Stroß putzen. Ja, wie gesagt, Stromverbrauch finde ich jetzt recht positiv. Wir haben es heute mit dem Verkehrsfunk, oder? Ja, gell. Recht positiv mit 17 Kilowattstunden bei den vorherrschenden Temperaturen top. Absolut, ja. So, jetzt gehen wir Autobahn. Jetzt werden wir gleich einmal schön hoch beschleunigen. Es geht zwar leicht bergauf, aber es dürfte dem egal sein. Es wird eher unserem Akku.
ich bin gespannt, wie er sich macht. Der Ioniq hat natürlich hier mega Vorteile jetzt, gehabt. Pass auf, jetzt steht, jetzt ist ja keiner. Jetzt Achtung, jetzt machen wir von 0 hoch. Achtung. Und los. Oh, aber. So, jetzt kommt. Und jetzt kommt der Druck brutal. Merkst du es? Ja. Wie der jetzt hochgeht. Und es geht bergauf, gell? Schon, also wie der da hochmarschiert. Ja, das war's, mehr geht nicht. 154. Ja. Aber er marschiert schon gut hoch, gell? Ja, gut, aber das ist jetzt nicht seine Welt. Guck mal, was er verbraucht dann. Noch eins, noch eins. Ja, also gut, wir waren bei Vollgas. Bei ja, gut, 70 Kilowatt. Ja. Ja gut, es ist nicht sein Revier, da muss man dem Ioniq sicherlich den Vortritt lassen. Ja. Der ist da windschlüpfiger, der ist auf der Autobahn, denke ich, ist schon da, stark, ja. Der Ioniq am stärksten von allen. Absolut. Ja, jetzt schauen wir mal, wie weit wir noch kommen. Wann springt der Rex an? Ja, also das heißt, dass er bei weniger wie 10 Kilometer Restreichweite der Motor anspringt. Gucken wir mal, ob man hören, wann man hören. Und ja, jetzt wird es auch ein bisschen lauter, man merkt es, gell? Ja, also das hat man schon, hast du am Anfang ja schon erwähnt, der ist extrem oder lauter wie die anderen zwei. Ja, lauter, ja. Das ist schon. Das ist eher ein Stadtauto, Lifestyle für die Stadt. Du musst ein bisschen zurück, dass du dann mit dem Gesicht in der Kamera hängst, Mensch. So. Hallo. Ja, also wir machen weiter, drückt uns die Daumen. Also ankommen tun wir auf jeden Fall. Plus ist die Frage rein elektrisch oder mit Benzin. Ich tippe drauf. Mit Benzin. Das wird das erste Mal dann. Aber wir sind ja froh, dass wir es in dem Fall haben für unseren Test. Also. Ansonsten müssten wir geschwind schneller. Ja. Und das ist schön Buch. Ja. Schön Buchtunnel. Also. Bis gleich. Bis gleich, ciao. Jo, wir warten jetzt, bis der Motor mit anspringt. Also das heißt, bei 10 Kilometer, jetzt haben wir 10. E-Power. Ja. Wir sind gespannt. Ob sich da irgendwas tut, ob der uns ein Feedback gibt, dass er anspringt. Oder erst bei 9 Kilometer. Ich meine, jetzt ist er angesprungen, oder? Weil links ist, es ist weiß geworden. Ja, guck hier, siehst du? Der Motor ist angesprungen. Da, das Orange, gell? Ja. So. Also Motor ist jetzt an. Man hört nichts. Aber auch die Geräusche sind auch ein bisschen, Fahrtwindgeräusche sind auch ein bisschen lauter. Ja, also wir haben 160 Kilometer geschafft und unser Hilfsmotor T-Rex springt mit an. Ja, wir haben schade. Nicht ganz gepackt, 2,5 Grad haben wir jetzt. Akku hat noch 5,5%, 8 Kilometer Reichweite. Im Durchschnitt sind wir gerade bei 17,3. Und was ich festgestellt habe, oder wir, Autobahn ist nicht sein Milieu. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Gut, ich sag mal, gegenüber dem Golf und gegenüber dem Ioniq natürlich auch schon optisch zu sehen. Er ist recht hochbeinig, man sitzt relativ hoch, was wieder angenehm ist. Das finde ich cool. Und mit der Raumkulisse und hier, das ist schon toll. Ist schön. Ja. Aber das kommt ihm auch wieder mit dem CW-Wert. Mit dem CW-Wert, glaube ich, nicht ganz entgegen. Ich kenne den CW-Wert zwar nicht, aber er ist halt doch sehr windempfindlich. Man hört es an den Geräuschen, er wackelt ein bisschen hin und her. Und der Motor läuft, aber man hört ihn echt nicht, ne? Nee. Die kleine, wir haben ja noch vermutet, ob da hinten so ein kleiner Fiat 500 Ding macht. Nee, also er ist echt gut gedimmt, man hört gar nichts, man kriegt es nicht mit, wenn man es nicht wüsste. Ja, also man merkt es nicht, man hat es jetzt nur gesehen, dass sich da was optisch bewegt. Wir werden jetzt beim Schönbuchtunnel, Schönbuch-Raststätte kurz anhalten, oder? Schön 10 Minuten was reinpowern.
hauen wir was rein erstmal wieder. Und dann fahren wir elektrisch vor uns nach Hause. Würde ich sagen, ne? Falls frei ist. Ansonsten fahren wir. Ansonsten fahren wir. Benzintechnisch halt. Teilbenzintechnisch. Jetzt fahren wir Benzin. Wir fahren also, immer elektrisch. Wir fahren elektrisch. Er lädt ja jetzt nur zu, ne? Er betreibt ja nur einen Generator. Also. Genau. Also nicht die Räder an, sondern einen Generator. Ja, anhand da an dem gelben Teil hier erkennt man das hier, dass der Motor aktiv ist. Ja, das war jetzt der kurze Zwischensport. Wir sehen uns da vielleicht nochmal einen Zwischenteil und dann noch unser kurzes Fazit. Bye, bye. Ja, ciao. So, also, das ist jetzt hier die Ladestation von EMBW. Ne? Aber zwei sogar. Nummer zwei. Da drüben, glaube ich, beziehungsweise für vier. Genau. Na, für vier nicht. Also wir haben hier nur einmal AC, ganz normal, ja. Und CCS mit 22 kW. Und wir haben hier das CCS, nee, da war es ganz normal, Typ 2. Und hier ja. Haben wir es mit CCS. Das heißt, mit Gleichstrom laden, hier können wir 50 kW. Und unser E3 hat CCS. Ja, so, da leuchtet es. Das sehen wir jetzt hier. Zack, beide Dinger raus. Typ 2 und dann beide CCS. Raus. Und jetzt hängen wir ihn ran. Und jetzt machen wir pro Minute Abrechnung, ne? Und jetzt hätte man die Möglichkeit, 5 Euro zu zahlen, pauschal, übers Telefon. Oder wir haben eine RFID-Karte. Die haben wir. Von New Motion in dem Fall. Der kostet 40 Cent die Minute. Wir wollen nicht zu lange laden, sonst hätten wir die Pauschale genommen mit 5 Euro. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich... wir sind berechtigt. Und den Ladevorgang zu starten. Genau. Und los geht's schon, oder? Zu empfehlen ist grundsätzlich, sage ich immer, die zwei Karten. Einmal den New Motion und einmal Plug Serving. Mit denen hat man eigentlich 95% aller Ladestationen abgedeckt. Abgedeckt. Man soll sich aber auch informieren immer vor. Es könnte sein, dass wir jetzt hier unterschiedliche Preise hätten. Ja. Je nachdem, welcher Chip ich nehme, kann ich unterschiedlich zahlen. Kann sein, mit dem einen zahlst du 40 Cent die Minute, mit dem anderen zahlst du schon 30 Cent die Minute. Okay, dann kann man vorher vielleicht abchecken, ne? Vorher immer ein bisschen vergewissern, was die günstigste Form ist. Und wir sehen jetzt hier der aktuelle Stand, das hat man auch im Auto, ne, mit 5%. Ja. Das ist der aktuelle Stand der Batterie, die gelieferte Energie und wie lange wir schon laden. So, jetzt lassen wir den mal kurz dran. So. Hier nochmal AHG. BMW. Interessant ist es. Aussehen tut er ja auch ganz basic. Riesenräder halt. Ja. Machen wir einen Zwischenstopp, bis gleich. Kurz Endspurt. 10 Minuten haben wir gesagt, laden wir. Wir haben 22%. Bräuchten 33 Minuten, bis er 80% hätte. Ne? Genau. Richtig? Das ist, was das Fahrzeug meldet. Aktuell haben wir 5,5 kW geliefert in knapp 10 Minuten. Das reicht auf jeden Fall nach Hause. Ja. Wir werden mal nachher gucken, was das Fahrzeug uns als Restreichweite noch angibt. Aber ich will, haben wir es noch 20 Kilometer? Ja, knapp 20 Kilometer nach Weilerstadt. Ja, und jetzt sind wir eigentlich... Ja, 10 Minuten wollten wir laden. Machen wir 10 Minuten, mach Stopp. Machen wir Stopp. Zack, das waren jetzt dann knapp 4 Euro. Jetzt müssen wir uns wieder identifizieren. Okay. Dass wir auch wirklich stoppen wollen. Jetzt sind wir auch berechtigt, den Ladevorgang zu stoppen. Zack, wieder raus. Es ist wichtig, nicht, dass man gerade irgendwo beim Kaffee ist und irgendeiner will uns ärgern. Und die Dinger rausziehen. Und zieht die Dinger raus und unterbricht den Ladevorgang. Wäre ärgerlich. Gut. Wir sind fertig. Das war's. Steigen wir wieder ein. Steigen wir wieder ein, fahren wir heim. Bis zum Ende, ciao. So. Also, wir haben geladen. Wir haben erstmal die Heizung auf 27 Grad, weil es ist arschkalt. Ja, das stimmt, es ist arschkalt. Los, wir haben gesagt, wow, Junge, wie das Ding beschleunigt, das ist echt brutal. So, der Mario, bevor die Energie wieder weghaut, wir haben 36 Kilometer, sagt er jetzt. Gucken wir auf die Prozentanzeige, wie viel Prozent haben wir? Ja, Moment, ich muss bestimmt hier rüberkommen. 2,5 Grad, 23. Das war auch das, was die Ladestation genau, meldet. Genau, richtig. So, ja. Nochmal einmal drücke, komm, Tempomat, wo ist er? Da, so. Jetzt fahren wir links rüber, oder? Ja.
So, wieder einmal auf einer der wenigen Autobahnausfahrten in Deutschland, wo es links runter geht. Wenige, bin ich sogar die einzige. Zwei, glaube ich, gibt es in Deutschland, meine ich. Also, wir sind jetzt runter, links von der Autobahn, nachdem uns gerade so gestresst hat, warum wir links fahren, weil wir links weg wollen. Kennen vielleicht viele auch gar nicht. Von der Autobahn runter. Von der Autobahn links runter. Jo, 36 Kilometer Reichweite, 21,5%. Also, wir können auch jetzt schon unser Fazit machen, wenn wir wollen. So langsam. Ja, dann tun wir daheim ein bisschen abstellen mit den Werten und dann haben wir schon. Also, mein Fazit ist, ich finde es ein ganz witziges Auto. Also, so vom Fahren her, von der Optik, von den Details und sowas. Ich finde ihn, so wie er hier steht, recht teuer. Das ist er. Ja, ist er teuer. Vom Preis ist er sehr teuer. Das Türsystem ist witzig, aber nicht praktisch. Überhaupt nicht. Aber ich finde ihn so für zwei Personen finde ich ihn trotzdem ganz cool. Wenn man ein bisschen auf Design steht, ist das eine coole Geschichte. Ja. Und von der Fahrwerte her ist er natürlich mega, da kommt bisher keiner ran. Was Beschleunigung angeht und sowas. Also das wäre jetzt wieder was für mich. Ja gut, letzten Endes ist es auch beim Benziner, beim Elektro nichts anderes wie beim Benziner. Ne? Power kommt durch, Kraftstoff kommt durch. Und Kraft, kostet aber Kraft halt kommt dann durch auch. Kraftstoff, in dem Fall durch Strom. Genau. Also mein Fazit ist auch, optisch gefällt er mir. Vor allem, es ist immer eine Frage der Farbgebung. Es gibt manche Ausführungen, die gefallen mir nicht so. Ja. Kann man beim i3 sehr viel kombinieren. Da gibt es sehr viele Farbkombinationen, Felgenkombinationen. Also man kriegt ihn auch schick hin. Von innen finde ich ihn sehr ansprechend. Gerade wie der Mario gesagt hat, hier vorne hat man eigentlich Platz. Designtechnisch hat man ja schon mal erwähnt, dieses Gangschaltding, das ist total fehl am Platz. Aber ansonsten für zwei Personen, für eine Person top. Als Familienvater mit kleinen Kindern hätte ich echt Bedenken, wie ich die Kleinen da immer rein und raus kriege. Vor allem, wenn man noch eine Babyschale hat oder unter Dreijährige, wenn sie wirklich noch in den Kinderstuhl müssen, da wird es echt eng mit dem Türkonzept. Aber ich denke mal, dafür ist das Auto auch nicht überlegt worden, designt worden. Ansonsten... Cooler Wendekreis hat er noch, weil beim Heckantrieb. Ja. Heckantrieb generell fällt auf, also wenn man beschleunigt, Problem beim Ioniq, Problem beim Golf, die Kraft auf dem Boden und ständig durchdrehende Räder, zwar immer nur kurz, aber das schlägt sich meistens auch in einem sehr hohen Reifenverschleiß nieder. Ja. Persönlich fahre ich den Golf immer gerne im Eco-Modus, weil er einfach auch die Kraft wegnimmt, weil er sonst hat er immer zu viel Kraft auf der Vorderachse. Wenn man dann einfach mal nur schön beschleunigen will, die geben so dermaßen Gas. Ja, weil das Drehmoment ja sofort dasteht, ne? Und da muss ich sagen, ist der Golf wirklich dem i3 im unteren Bereich überlegen. Also auf den ersten Metern zieht der Golf schneller weg. Er stirbt dann zwar. Der hat unteraus mehr Kraft. Genau. Aber der hier kommt halt im mittleren, mit der Andruck, das ist halt schon... Ist ja schon echt brutal, gell? Ja, das macht Spaß bei dem. Ja, das macht schon Spaß, ja. So, dann gehen wir mal auf 80, so wie es sich gehört. Ja, ansonsten Verarbeitung ist in Ordnung. Man sieht halt viel recyceltes Material, ja. Ja, aber auch die Ledereinlagen, die Holzeinlagen. Ja, das ist schon, toll gemacht. Sehr toll, hat seinen Preis. Ich finde schon, hat schon was, aber es hat... Wer bereit ist zu zahlen, kriegt auf jeden Fall ein Top-Fahrzeug. Ja. Und man bekommt natürlich mit dem i3 ein Fahrzeug, mit dem man zeigt, dass man elektrisch fährt. So ist es. Weil der fällt halt einfach auch gleich auf. Genau. Ist jetzt im Gegensatz zum Golf. Beim Golf, der hat zwar so ein paar Gimmicks, bei denen man es erkennt, dass es ein E-Golf ist. Wenn man es weiß, ja. Eher in erster Linie fällt es nicht auf. Es ist einfach ein Golf. Und so ist beim Ioniq auch. Der ist auch nicht der, wo man gleich sagen würde, hey, das ist ein E-Auto. Beim i3 weiß eigentlich jeder, dass es ein E-Auto ist. So ist es. Ja. So, wir kommen jetzt in Walderstadt an. 199,1 Kilometer, also die 200 schaffen wir. Auf jeden Fall mit Hindernissen. Mit Hindernissen, genau. Was wir festgestellt haben, der Range Extender springt ja bei 9 Kilometer an. Ich sag mal, wenn man weiß, man hat nur noch 2 Kilometer nach Hause, ist es okay. Wenn man weiß, man möchte eine größere Reise machen, da gibt es im Menü die Möglichkeit,
Batteriespannung halten. Genau. Wenn man das dann bei 30-40% Restakku machen würde, dann wäre der Range Extender auch etwas entspannter, weil wir hatten natürlich das Problem, dass er dann bei 5% Rest, da ist er dann ins Straucheln gekommen und Mario musste wieder sein PS-Junkie raushängen und Gas geben. Und dann hatte der natürlich das Bedürfnis, mehr Strom zu produzieren und ist dann dementsprechend auch laut geworden. Ja, aber so erträglich noch. Aber man hat ihn gehört. Aber man hat ihn gehört. Unser Rasenmäher war doch da. Das hat er gemacht, ne? Ja, war im schon. Hintergrund. Man hat ihn schon gehört, ja. Wir wollten nochmal kurze Zwischeninfo geben. Im Dezember letzten Jahres. Sollen wir links fahren stehen? Wonach? Weil bis hoch? Das geht, glaube ich, auch. Mir ist egal, kann schon links fahren. Ja. Kurze Feedback geben zu den Verkaufszahlen. Also Anfang letzten Jahres, im Januar, hatten wir noch Verkaufszulassungszahlen unter 2000 Autos im Monat. Der Dezember war dann mit 3400, glaube nicht der stärkste Monat, aber trotzdem schon ein sehr starker Monat. Also es tut sich was. Angeführt hat im Dezember der Smart ED, Zweitürer. Ich denke auch, dass da viel Car2Go eine Rolle spielt. Ja. Also, dass viele über solche Carsharing-Modelle zugelassen wurden. Gefolgt vom E-Golf. Der E-Golf hat mit 422 Einheiten zugeschlagen. Ja. Dann dieser i3. Also, i3 ist mit auf dem Treppchen. Also, er verkauft trotz allem auch Preis, meiner kostet sein Geld, aber viele Leute stehen wahrscheinlich auf so ein Design. Ja, gut, braucht man das große Display? Ja, wenn man es braucht, das ist alles Luxus. Ja? Im Prinzip reicht ja was kleiner aus. Man will ja, dann kostet das Ding halt nur 37.000, 38.000 Euro. Ja, genau. Ja, so 38.000, 39.000, ja, je nachdem. Und nicht mit dem Leder, allem Retro und großes Ding und Einparkassistenten, was man halt so will. Ne? Ja, gefolgt ist er vom Zoe, den wollen wir auch noch testen, Mario. Ne? Den haben wir, da haben wir sogar ein paar. Zoe mit 40 Kilowatt Batterie. Genau. Haben wir auf jeden Fall mal im Auge. Der Kia Soul an fünfter Stelle. Soll, glaube ich, eine neue Batterie kommen. Da soll sich was tun. Wir bleiben dran. Wäre aber auch, würde mich auch interessieren. Ist auch ein bisschen ein Kastenwagen. Tesla Model S. Mario, da... Wenn wir irgendwo einen Tesla herbekommen würden, gebt uns Bescheid, bitte. Wir würden die 200 Kilometer auch mit dem Model S gerne machen. Ja, also wenn jemand was weiß, hier in der Gegend, Weilerstadt, Stuttgart, und ihr gebt uns einen Tesla für die Testfahrt, wäre cool. Schreibt uns einfach über Facebook oder über YouTube-Kanal, da ist die E-Mail hinterlegt. Dann das Smart 4x4 wäre interessant zu machen, aber ich glaube, selbst im Sommer kriegen wir die Strecke nicht hin. Ja, sehe ich also. Wahrscheinlich. Ganz schlechtes Auto. Also es ist ein reines Stadtauto. Der Volkswagen E-Up hätte ich auch meine Bedenken. Verkauft sich aber auch nicht schlecht. Hyundai Ioniq Elektro aktuell auf Platz 9 von den Verkaufszahlen. Ich denke, Hyundai hat wohl Produktionsprobleme gelöst. Die können mehr Batterien liefern, weil die Nachfrage nach dem Auto ist deutlich größer, wie die Zulassungszahlen es belegen. Ist auch ein wirklich tolles Auto. Ich denke, da ist Hyundai dran. Opel Ampera e. Sehr interessantes Auto. Opel hat sich jetzt endlich, denke ich mal, mit PSA geeinigt. Sie sind sich... Wir huschen hier schön durch. Sie sind sich jetzt wohl über die Lieferung einig geworden. Das Ampera e kann man jetzt auch kaufen, nicht nur leasen. Es stehen mehr Fahrzeuge zur Verfügung. Ich denke, das Auto ist generell jetzt interessanter geworden. Auch ein wohl relativ ansprechender Preis, also hoher Preis. Aber wir werden dranbleiben. Es ist ein Auto, das ich persönlich gerne mal testen würde. Und was auch dieses Jahr kommt, Nissan Leaf. So. Ja, der wichtigste. Ja, weitaus, weltweit. Das ist das Auto, das wir eigentlich auch noch haben müssen. Also, Nissan-Händler, wenn jetzt jemand anguckt und es weiß hier in der Gegend, gebt uns Bescheid. Wenn ihr auch mal Leasingfahrzeuge wollt hier in den Gegenraum Stuttgart, geht mal auf eflat.com. Da könnt ihr auch Elektroauto leasen, monatlich zurückgeben. Guckt es euch mal an. Ist interessant, wenn man mal das testen möchte. Ja, und sich nicht gleich binden will. Ja, und ansonsten. Nochmal danke an die AHG. AHG, Balingen, Herr Greisel, das Autohaus selber wirklich ganz toll, nette, super Leute. Schaut mal vorbei,
wirklich, war echt ein toller Kontakt. Ich hoffe, da können wir noch auf Dauer was machen mit denen. Ja, ansonsten sagen wir, ja, schön war's, interessant. Ja. Mit Zwischenladen und kurz, ja, Elektromotor wollte ich schon sagen, mit Benzinmotor. Aber es war interessant. 201 Kilometer. Ja, das war's. Bis zur nächsten Tour. Danke. Macht's gut. Ciao. Ja, danke fürs Schwabenchecker schauen. Ja, und wenn ihr weiterhin Bock auf uns habt, abonniert uns doch einfach oder lasst einfach einen Daumen hoch da. Und wenn ihr uns weiterhin folgen möchtet, könnt ihr das über Facebook, YouTube und Instagram tun. Da bekommt ihr immer Neuigkeiten, Bilder, Videos, was wir so treiben.